Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Heute hatten wir nicht viel Zeit, denn heute Morgen gab es ein Hiccup bei den Rangberechnungen, das wir zuerst korrigieren mussten. Deshalb habe ich nur ganz wenig Zeit gehabt, aber das war überhaupt kein Problem, denn die Entscheidung war heute wirklich einfach. Nämlich, es ist 29. April, SMI-Index ist an der Wahl. Schauen wir mal die 10 besten Aktien im SMI-Index an und ich erkläre Ihnen, warum es so einfach für mich war, heute zu entscheiden. Swiss Re ist ein Finanzunternehmen. Ich möchte nicht in Finanzunternehmen investieren, ich möchte in der Realwirtschaft investieren. Ich mache das erst, wenn ich mich wieder ein bisschen wohler fühle mit der Finanzindustrie. Transocean, das Unternehmen auf dem zweiten Rang der Value-Liste für den Swiss Market Index, ist auch ein Unternehmen, das ich nicht investieren möchte. Es ist im Öl- und Gasbereich. Das interessiert mich schlichtweg nicht. Wenn Sie bei uns gewesen sind und mich verfolgt haben über die letzten Wochen, dann wissen Sie, ich bin mehr der Electricity-Typ. Und das nächste Unternehmen ist tatsächlich ein Unternehmen aus der Elektrizitätsbranche. ABB macht eine Tonne Elektrizitätsanwendungen, Maschinen, Generatoren, Turbinen, alles was es so braucht, um Elektrizität herzustellen. Ich schaue mir ABB an, ich sehe, dass die Ränge sehr gut sind, außer vielleicht das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Sie hier sehen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist nur 16, ein tiefer Rang. Das kann aber auch darauf zurückzuführen sein, dass ABB ihr Kapital besser bewirtschaftet als die Konkurrenz. Wenn ich die anderen Ränge anschaue, dann sehe ich, die Ränge sind alle top, Total Value Rang 83. Wenn ich weiter unten schaue, schaue ich auf das Wachstum, das ist auch nicht schlecht. 2016 ist das Wachstum sehr positiv, mit Ausnahme der Aktienrendite, die schon seit 3 Jahren unterdurchschnittlich ist. Das ist für mich ein guter Entscheid oder ein guter Moment, in ABB zu investieren, denn wenn die Aktienpreise noch nicht begriffen haben, dass das Unternehmen sehr viel Wert darstellt, ist das sicher ein guter Kauf. Das hat für mich genügt. Ich habe nicht mehr gesucht heute. Ich hatte auch nicht mehr Zeit. Ich hatte nicht mehr gebraucht, als diesen Video zu drehen, um mich für ABB zu entscheiden. Nun möchten Sie vielleicht denken, das ist ja total crazy. Das ist ja, der ist der verrückte Mann. Der entscheidet sich für so eine wichtige Entscheidung, wie eine Aktie zu kaufen für das Retirement in wenigen Minuten. Und ich sage Ihnen, das ist gar nicht etwas so wahnsinnig Verrücktes. Jeder Anlageberater wird Ihnen empfehlen, in einen Index zu investieren. Und wenn Sie diesem Rat folgen, zum Beispiel den SMI, den Swiss Market Index, kaufen, dann haben Sie nämlich genau das Gleiche gemacht, wie was ich heute gemacht habe. Sie kaufen 5% Aktien in ABB. Das ist ungefähr der Anteil der ABB-Aktie im Swiss Market Index. Wir machen das Gleiche, wir investieren 5.000 Franken in ABB, das ist genau 5% von unserem Portfolio, Gesamtwert von 100.000 Franken. Ich mache also nichts anderes wie eine Indexanlage, der einzige Unterschied aber der, und das ist für mich ein großer Unterschied, ich weiß jetzt, was ich habe, denn Swiss Re und Transocean sind auch im SMI und die will ich definitiv nicht haben. Ich habe jetzt die Unternehmen im Swiss Market Index, die ich auch langfristig halten möchte. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind und ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass es gar nicht so schwierig ist, gute Aktien auszuwählen. Viel Erfolg mit Ihren eigenen Investitionen. Auf Wiedersehen.